Wenn ihr noch günstige Coins zum Team of the Season braucht, dann checkt auf jeden Fall mal meinen Sponsor What's Gaming ab. Einfach eine WhatsApp-Nachricht an die eingeblendete Nummer schicken und dann geht's schon ab. Hype ist real und jetzt viel Spaß beim Video. An die smarteste Community auf YouTube, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und Jungs, heute kurz und knackig. Ich weiß nicht, ob ich sogar heute noch in der Nacht rausballern werde. Und zwar sind die Monthly Rewards da von der Weekend League. Und ihr wisst ja genau, ich habe mich ein bisschen mehr auf die Weekend League diesen Monat konzentriert. Ich habe die ersten drei Weekend Leagues richtig durchgezogen, die letzten beiden leider nicht mehr so. Deswegen ist unser Gesamtergebnis ein bisschen verfälscht gewesen. Ich denke, wir wären locker in Gold 1, wenn nicht sogar in Elite gekommen. So sind wir leider, weil wir zwei Weekend Leagues wirklich überhaupt nicht weiter gespielt haben. Die letzte hatten wir nur zwei Siege, deswegen sind wir insgesamt in Gold 3 gekommen. Aber es gibt zurzeit natürlich, wenn man die Monthly Rewards abholt, Team of the Season Karten zu ziehen. Untradable, klar, in Rot, ist definitiv auch klar. Und was da für Kracher drin sind, das wissen wir natürlich alle. Ja, ihr seht schon, Food Champions Weekend League, Gold 3. Wir bekommen ein richtig schönes Champions Gold Trikot und ein Gold Set mit drei Food Champions Spielern. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Insgesamt so, ja, Bronze 2, kriegt man sogar zwei Premium Gold Sets und 3000 Münzen. Das ist natürlich jetzt auch nicht ganz so schlecht. Die werden wir natürlich als erstes ziehen. Das können wir eigentlich mal aktivieren. Es sieht echt nicht schlecht aus. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, wenn euch das Video gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben, auch wenn es kurz und knackig ist. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob es meine letzte Weekend League jetzt war, weil jetzt gibt es, glaube ich, nicht mehr ganz so geile Sachen zu ziehen. Aber wenn ihr darauf Bock in FIFA 18 habt, Daumen nach oben. Da kümmern wir uns vielleicht noch ein Stück weit mehr um die Weekend League. Wir ziehen auf jeden Fall erstmal alle Sets runter. Ja, erste Set, Premium Gold Set, 7,5k. Wenigstens ein seltener Spieler. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Rechtsverteidiger. Und das ist Pisscheck. Und den können wir sogar auch ziehen in den Monthly Rewards. Ist auf jeden Fall nicht ganz so schlecht. Oh mein Gott, ja, ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, was wir drin haben werden. Wir haben sehr, sehr viele Walkouts. Wenn es kein Walkout wird, dann wird es richtig belastend werden. Wir haben insgesamt, glaube ich, 144 Team of the Seasons, die wir ziehen können. Und ich bin gespannt. Ja, einer über 90 und es würde meine Zufriedenheit ganz, ganz weit nach oben stimmen. Ja, Trash haben wir hier drin, ist in Ordnung, aber ja. Bringt uns, denke ich mal, nicht ganz so viel ein. Den Rest speichern wir alles noch im Verein, falls wir noch ein bisschen was verkaufen möchten. Und jetzt kommt es drauf an, leider nicht auf dem Fatal-Account, ja. Also können wir hier keinen davon auch einbauen, falls wir ihn haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Gold 3, Food Champion Set. Einer über 90, wäre sensationell geil. Ich fackel nicht lange, ja. Wie gesagt, Padluck ist vielleicht da oder vielleicht auch nicht. Ein Walkout wäre schon mal wichtig, 90 plus noch wichtiger. Let's go, komm schon. Es wird ein Walkout, Jungs. Es wird ein fucking Walkout. Jetzt müssen wir hoffen, mindestens 90 plus. Und ich glaube, das sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Es kommt keine Flagge runter. Und das wird ein 93er werden. Und das ist Edin Džeko. Und das ist extrem nice. Ja, muss man wirklich sagen, auch wenn er jetzt nicht so kranke Werte hat, vielleicht auch nicht so perfekt spielt, aber er läuft in unserem neuen Goldtrikot da raus. Sieht auf jeden Fall heftig aus. 93er. Ich wollte einen 90 plus haben. Wir haben einen 93er gekriegt. Ich bin mega zufrieden. Ne? Mal gucken, was wir noch drin haben. Wir haben noch zwei Spieler. Vielleicht noch was Heftiges. Und das ist nicht schlecht. Ja, das ist nicht schlecht. Zwei Walkouts in einem Pack. Khedira haben wir noch am Start. Der gefällt mir richtig gut. Den ziehen wir jetzt auf diesem Account zum dritten Mal. Ja, sehr, sehr geil. Und Triussi sieht von den Stats eigentlich auch nicht ganz so schlecht aus. Leider nur 3 Sterne Skills. Aber zwei Spieler aus der Serie A gefällt mir richtig gut, weil ich ja auch hier ein Serie A Team mit habe auf meinem Hauptaccount. Ich bin auf jeden Fall extrem zufrieden damit. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Spieler hattet ihr, welchen Rang seid ihr gekommen. Das interessiert mich auf jeden Fall. Und ich denke mal, das soll es eigentlich von diesem ganzen Ding schon gewesen sein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Immer smart und sexy, beim Hashtag Supersteif gerne unten in die Kommentare. Ich bin raus. Euer Chris und ciao.